Schauen, da müssen wir noch mal schauen, da müssten wir schauen. Die Ziegelwand, können wir da schon anfangen? So, wir haben jetzt ja Ziegel und wir haben aber auch Ton. Und damit können wir jetzt. Ach, herrlich. Juhu, geschafft. Das war gut. So, und jetzt können wir nämlich Bier herstellen. Und Bier ist richtig gut. Denn mit Bier werden die fleißiger. Man glaubt es kaum, es ist aber so. Müssen wir noch ein paar Fässer herstellen. Die lohnen sich allemals. So, machen wir noch mal 10 davon. Ist ja schön. Und da müssen wir gleich noch mal sehen, dass wir unsere Leute rechtzeitig schlafen schicken. Wir gucken mal. Er schläft schon. Und du könntest auch mal schlafen. Du könntest schlafen, du könntest vielleicht unbedingt mal schlafen, du auch. Du vielleicht. Ach, du schläfst ja schon. Ja gut, dann passt das ja. Nein, ich wollte gerade gucken, wer da angegriffen wird. War nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Bock, 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 bock. Da läuft schon wieder was durch unsere, ne? Hier. So, was haben wir denn jetzt hier Neues? Gleise können wir jetzt bauen. Gleise. Ein Schrank mit Glastüren, Luxusbetten. Komfort 12. Aber Luxusbetten brauchen wir die? Ja, wir müssen sie auf jeden Fall noch abschließen, ne? Ein Kessel brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Denn da müssen wir auf jeden Fall den, also zum Kochen da, das müssen wir bauen. Wenn wir dann noch einen Platz dafür finden. Hier müssen wir eigentlich auch die schöne Glasvase wieder wegnehmen, weil da muss auf jeden Fall noch ein Tisch hin. Für die Biere. Ach, wir haben keine Bretter mehr. Aber macht nichts, wir haben ja ein bisschen Holz. Dann haben wir auch schnell wieder Bretter. Und dann können wir das alles nach und nach bauen. Ach so, die Spitzhacke. Seht ihr gut, dass ich sie mir da reingepackt habe? Sonst hätte ich es nämlich vergessen. Jo, jetzt hast du auch eine Spitzhacke. Du brauchst noch eine Rüstung. So, du hast noch nicht mal einen Stahlhelm. Bekommst du jetzt mal? Du kannst auch einen Stahlhelm haben. Und du auch. Und aber auch du. Du bist ein Magier, du kriegst einen Lederhelm. Die Bogies brauchen auch nicht unbedingt einen. Du kriegst noch einen Stahlhelm. Ja, ich denke, so passt das. Außer, dass die hier noch keine neuen Schuhe haben. Ach, wo war ich nur mit meinen Gedanken beim Anziehen? Das war doch auch schon mal besser. Da waren sie immer gleich adäquat gut gekleidet. Aber wir haben aber wenigstens gleich für alle gebaut. Alle haben so hübsche Schuhe. Das kann man ja nun, das kann man uns ja nun nicht vorwerfen. Sehr schön. So, da müssten wir noch mal gleich ein bisschen gucken. Was haben wir denn hier wieder Neues? Ein Metallrad noch. Ein Tisch mit Tuch. Nee, ich baue euch mal nur einen Tisch. Tee. Was macht denn Tee? Tee belebt die Zwerge und macht sie schneller. Ist ja wie Bier. Bier macht das auch, ne? Nee, damit erhöht sich die Produktivität. Ich verstehe. Dann würden wir sagen, bauen wir doch auch, bauen vor allem. Erstellen wir doch noch ein bisschen davon her. So, Wurzeln. Wurzeln haben wir auch noch ein paar. Nein, das haben wir schon. Ja, machen wir noch ein paar Tees. Häschen sind immer gut. Dann können wir vielleicht mal hier die Wurzeln ersetzen, weil die gehen uns bald zur Neige. Aber macht ja nichts. Wir haben ja hier in Hülle und Fülle Wurzeln. Und dann, ach nee, schlafen geschickt haben wir sie ja schon. Dann hacken wir hier auch gleich alles nieder, wenn wir schon mal hier sind. So, alles nieder. Helle, das Sammelwasser. Nein, nicht den Zwergfell. Felle. Felle. Sehr schön.
Alles wird gefällt. Oh. Oha. Da müssen wir jetzt kurz versammeln. Da spawnen die mir direkt vor die Nase. Jetzt nur hoffen, dass hier keiner stirbt. Oder zieht euch einfach ins Haus zurück. Komm, zieht euch zurück ins Haus. Wir greifen sie im Hause an. Das ist intelligenter. Denn hier die Pfeilschützen, die kümmern sich schon um die. Ich würde sagen, die, die es nötig haben, gehen nochmal schlafen. Ja, Essen kommt ja gleich. Wo kommst du denn her, Junge? Kann es sein, dass er sich ein bisschen festgebackt hat? Lustig. So, okay, wir brauchen Essen also. Das Gute ist, wir haben ja Essen, wir müssen es nur platzieren. So, dann haben wir davon noch ein bisschen was. Davon können wir noch was hinpacken, ein bisschen hiervon. So. Essen. Essen fassen. Okay, dürfte jetzt auch wieder rauskommen. Dürfte das jetzt zu Ende angreifen. Ich bin mal so frei. Wir brauchten noch Tische, ne? Hatten wir gesagt. Tische, Tische, Tische. Große Tische am besten. Ja, jetzt haben wir auch die Bretter. Okay, wir haben Bretter für einen Tisch. Nägel. Und zweimal Holz. Packe ich mir mal gleich hier rein, weil den brauchen wir auch gleich. Oh Gott, sie kommt von dem Portal hinten. Ihr seid mir ein paar Fiffikusse. So, vielleicht kriegen wir das jetzt auch mal weg. Kann man hier mal alles neu machen? So. Kann man das zumachen wieder? Jetzt kann man auch mal alles ersetzen hier. Kann man alles mal zu einer richtig schönen glatten Fläche machen, finde ich. Hier kann man die Wurzeln mal ersetzen. Hat er das hier schon gemacht? Fleißig, fleißig, diese Zwerge. Denn gleich kommt auch schon wieder der nächste Angriff. Der wird wahrscheinlich schon eine Nummer härter werden. Der Tisch ist auch fertig, sehr schön. Dann könnten wir ja mal die Bier raufpacken. Wir haben ja ein paar. Viel sind es noch nicht. Aber für 7 Zwerge... Okay, natürlich muss der auch erstmal fertig sein. Könnt's auch da oben... Achso, da oben wurde auch schon gekocht. Sehr schön. So, wenn sich jemand dazu bereit erklären würde. Hier, du könntest nochmal schlafen gehen. Du auch bitte. Du geh auch nochmal schlafen. Ich will hier alle Zwerge... on top haben. On point gleich für den Kampf. So, jetzt können wir hier die Biere raufpacken. Wenn ich nur mal kurz mein Mikro fixieren. So, jetzt rutscht nicht mehr weg. Ich gönne mir mal einen Schluck. Ah, sehr schön. Müssen wir unsere Bude hier wieder ausschöpfen. Alles steht hier mit Wasser voll. Achso, alle Bier schon weg. So kennt man diese Zwerge. Tees können wir da auch noch aufpacken. Brauchen wir aber noch einen Tisch, einen weiteren. Okay, ich würde sagen, die können erstmal Pause machen. Wir schicken mal hier ein paar Imps rüber. Die können hier erstmal ein bisschen einsammeln. Ist ja doch einiges zu tun. Dann würde ich auch ganz gerne schon gleich alle Zwerge so, wenn noch eine Minute ist, hole ich sie alle nach Hause. Gut, hier ist die Tür. Da haben wir ein Büchlein, ein Bogenschützenbuch, sehr schön. Hier geht es auf jeden Fall jetzt weiter nachher. Hier bauen wir ein bisschen alles mal ab. Das werden wir auf jeden Fall machen. Die können hier alle mal weg. Sehr schön.
Da können wir dann erstmal gucken, wie es weitergeht. So, ich muss noch ein bisschen eingesammelt werden. Der muss mit. Das muss auch immer alles mit hier. Das auch. Das sowieso. Hier könnte man auch wieder einen etwas einfacheren Weg bauen. Muss ja nicht sein, dass sie sich überall wehtun. So. Die ganzen Schönkristalle. Ach so, und dann holen wir sie mal schnell nach Hause. Denn jetzt geht's gleich los, der Kampf beginnt. Können sich noch Bier nehmen, wer noch mag. Wer noch Bier möchte, kann sich nehmen. So, wir machen dann jetzt hier auf einfache Geschwindigkeit, damit ich hier nicht die Übersicht verliere. Wir haben ja gesagt, wir haben Zeit hier bei unserem Let's Play. Wir stürzen nicht dadurch. Wir machen uns das ganz gemütlich. So, wir haben ein Portal, haben schon zwei Portale. Na, es sieht noch nach einem Portal aus. Wir lassen sie erstmal kommen. Soweit sie mögen. Mit unserer schönen Abwehr, da könnte man hier noch ein bisschen weiterziehen, ne? Das lohnt sich ja. Okay, wir machen mal einen Tick schneller. Ist mir dann doch zu langsam. Und sobald sie hier sind, greifen wir an. Wenn sie es denn schaffen. Sieht bis jetzt ja noch nicht so gut aus hier für unsere Angreifer. So, jetzt greift hier der Erste die Tür an. Wird aber auch direkt angegriffen. Na, macht nicht so weit, Zwergelein. Ihr wisst, was passiert, wenn ihr wieder zu weit rausgeht. Oh, und immer wieder mehr Bogenschützen, glaube ich. Das muss ich mir auch gleich mal angucken. So, die auch auf jeden Fall den Großen da wegmachen, bitte. Oh, hier, da bauen sie sich hoch. Die Schweine. Verfolgen einen perfiden Plan. Hätten sie wohl noch höher bauen müssen. Okay, wir greifen ein. Das ist zu gefährlich hier. Sehr schön haben wir das gemacht. Ja, das war's wohl schon, oder? Yay! Na, das nenne ich mal wieder eine gelungene Abwehr. Dann können wir ja weitermachen mit unseren Goals, die wir hier noch haben. So, das haben wir abgeschlossen. Bierbrauen tun wir auf jeden Fall noch weiter. Den großen Herd wollte ich bauen. Ist natürlich nur die Frage, wo wir den hinbauen, ne? Na, auf jeden Fall bauen wir ihn mal. So, Ziegelwände haben wir ja auch gebaut. Und ein Kohle. Müssen wir mal gucken, wo wir den noch unterkriegen. Zur Not muss hier dieses... Kommt hier der Ledersessel weg? Entferne bitte den Ledersessel. Dann kommt er einfach damit hin. Das könnte passen. Das entfernen wir dann auch da. Die Feuerstelle braucht auch kein Schwein mehr dann. Und dann bin ich doch ganz froher Dinge, dass es dann passt. Nächstes Mal also müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen größer bauen. So, hier wollten wir auch noch was tun. Ersetze Sand, ersetze Stein, ersetze Stein. Dann haben wir eine ganze Linie mit schönen Sachen. Das ist doch toll. So, und hier wollten wir jetzt weitermachen, hatten wir gesagt. Okay, wir graben uns von oben runter. Dann machen wir erstmal nur zwei Schichten. Ich könnte mir auch vorstellen, ein kleines Portal zu spenden. Weil ich ja nicht so bin. Ich bin ja gar nicht so böse. Wir brauchen jetzt sowieso bestimmt bald genug Silber. Hier auch bitte gleich das Gold ersetzen. Auch hier bitte. So, da bauen wir auf jeden Fall hoch, damit sie sich da weiter abstützen können. Wir wollen denen ja nichts Böses. Gut, dann kann er hier weiter abholzen. Den können wir... Nein, den können wir ersetzen. Das ist auch gut. So, hier bitte ersetze das Gold.
Was ist mit dem Weg? Muss ich schon dafür sorgen, der Weg. Ach, wie fleißig die Zwerge sind. Machen nie einen Aufstand. Es sei denn, sie haben nichts zu futtern. Das mögen sie ja gar nicht haben.